Ketchup? Kill us more, ladies and gentlemen. Geht's euch gut? Ja! Ja. Habt ihr Bock auf Truth Rap? Ja! Ja! Wir werden am Platz, wenn die kritische Masse erreicht. Wenn ihr das hört, dann läuft die kritische Masse rein. Ich bringe es in Aktion und schreibe vieles auf Falsches im Reim. Ich bin nicht mit Waffen, da weiß ich, bis hier die Masse erreicht ist. Wir müssen friedlich in Demo starten lassen. Unsere Regierung sind Faschisten mit Demokratenmasken. Meine Rap sind Waffen, denn ihr großer Feind ist das Wissen. Denn wir wollen um uns herum den Polizeistunde nicht. Denn wir leben in einem System, in dem das Volk keine Macht hat. Und es schimpft sich Demokratie, das ist vollkommen wahr. Doch es ist leider nicht zu machen. Nein, versteht ihr, was ich mein, was ich rein, was ich einfach in mein Blatt hier schreibt, was ist denn auf Buch, der euch erlaubt vor. Let's go! Allen vor, aber ich informiert uns zum Handeln und Worten. Und da ist es vor, dann macht er es vor. Und passt, kann auch jeder von euch auf seine Weise schreit laut und seine Weise wahr ist in Demo. Wir werden täglich und immer stärker erheben uns gegen Hintergrundmächte, die Bilder berger. Wenn hinter der mächtigsten Tage lang unter sich bleiben und uns bescheißen und über unsere Zukunft entscheiden. Vom Medien totgeschwiegen, globale Zensur. Auf jeden Seiten steht da Gründe auf der krasse Frisur. Was ist denn nun mit dieser Welt passiert? Eine faschistische, geile, menschenfeindliche Gruppe heimlich die Welt und ihr wacht auf. Wir bringen Menschen das Wissen, wie dass sie uns von oben herab mit den Päpstchen vergiften. Wie dass sie uns nur wieder in unser Trinkwasser mischen und unsere Kinder vergiften und unsere Lichter ausknipsen. Nein, ich scherze nicht, weil es dir nicht zu scherzen gibt und nicht nur 100% Wahrheitsgehalt in meinen Versen fit. Wer es nicht glaubt, soll doch einfach die Augen öffnen. Auch wenn die Wahrheit so arm ist, das macht sie nicht glauben möchte. Wacht auf aus eurem Tagtraum, ich bin der Wecker, bringt ihr deshalb Kraft auch. Infotext und Infotreffer, informiert dich und seh, dass ihr Fakten zugrunde liegen. Wenn wir zusammenhalten, kann uns gar nichts für uns erkriegen und gar nichts für uns besiegen. Der Staat nicht den Mund verbieten, wir sagen nur die Wahrheit, haben lange genug geschwiegen. So haben wir uns entschieden, die kritische Masse für euch hinzumachen. Wenn ihr uns hört, bitte erwacht, jetzt wacht auf! Wundervoll, dass ihr alle hier seid. Und ein paar haben wir Tracks auch schon gestern gehört, aber heute gibt es die große Extended Special Live Show nur für euch heute, meine Damen und Herren. Aber trotzdem natürlich ein geeigneter Einstand muss sein. Warum ich diese ganze Musik mache, ist ganz einfach. Es passiert so viel Verrücktes, denn diese Welt ist einfach geistesgestört. Sick, man. Erzähl ich mal, was ist so alles geistesgestört gibt hier. Damn it. Das ist Kränke und Kränkste. Menschen hängen Menschen an Hälsen auf und Menschen verbrennen Menschen, die anders denken. Menschen verschwenden Menschen für Geld und die Welten verschwemmen. Und wenn wir das Ende nicht erkennen und wenden wir die Menschen denken, fuck, wir können den Scheiß nicht leugnen. Ich will lieber Halt als Zeug, ihr allein seid schuld an tausenden Reihen von weißen Kreuzbeinen in Wimpern und ganz elternlosen Kindern. Das alles nur weil sie von dem Staat Welten ungewinnern. Denn manche haben nicht einmal ein Korn auf dem Teller, weil ihr die Menschen härter fickt als Porn oder Stiller. Ich glaub kein Wort von den Männern, denn ihr ermordet die Männer. Wer gewalt nicht die Frauen und Kinder in den Orten und denkt, oh doch, leider war euch scheiße, ja, wie scheiße klar. Denn ohne 9-11 gibt es heute für euch kein Irak. Geld für Halliburton oder weite Pipelines. Dass ihr lügt, ist eindeutig geeint und eins ist gleich drei. Wie? Hast du echten Medien geben Lügen im Folgerraum? Wir werden täglich vergiftet wegen Überbevölkerung. Und das Gold ist stumm, weil es die Klarheit nicht hat. Aber alles, was ich sag, ist klar die Wahrheit und Fakt. Ich hab so viel gesehen, wird unzählige Beispiele geben, woran sie schuld sind, was sie machen, wie viel Scheiße sie reden. Weswegen schreien wir sehen in der dritten Welt verenden. Und wenn wir es nicht wenden, werden wir im dritten Weltlegenden. Das ist geistesgestört, das ist so geistesgestört. Ich begreife Scheiße, weil ich weiß, ihr geistesgestört. Scheiß geistesgestört, so geistesgestört. Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören. Das ist geistesgestört, schreit geistesgestört. Ich begreife Scheiße, weil ich weiß, ihr geistesgestört. Das ist geistesgestört, schreit geistesgestört. Denn ihr Blut und ihr Fleisch und ihr Geist ist gestört. Das ist krank und ich meine nicht körperlich, sondern geistig gestört. Wenn ich diese Scheiße hier höre, schreie ich love the shit, ich wusste von Burn. Aber das Mann ist zerstört, aber hab nichts gemacht. Verdammt, dieser Geist ist gestört. Hat aber wahr, getötet Menschen und schiebt alles auf gemachte Feinde. Präsentiert die Täter, fälscht die Fakten oder macht Beweise. Es tut nicht schon, es ist allzu einfach. Lass ne Boeing in das Pentagon, nicht ganz so einfach. Und um alles Feuer spolz und invasive Stahlträger. Das sah einfach aus, als wäre eine Spende geplant. Wäre der Präsident auf die Flugabwehr am Parat. Jeder, der hier nach weiß, sowas kann kein Turban oder Fahrträger. Regierung sind Verräter. Faschisten und Nazis, Mann. Denn die CIA trainiert die Taliban in Pakistan. Sie finanziert Al-Qaida, trainiert auch Russland.
Aeroplan Afghanistan und dann Irak und dann noch bald Iran. Egal ob 9-11 oder London 7-7 Bombing. Alles steht geschichtlich in der Reihe mit dem Golf und Konkin. Angeführt vom Reichstagsbrand. Ja, ich sag euch alle, die Aktionen sind Operationen unter falscher Flagge. Diese Mächte sind schon lang bereit und verschwören sie. Als wären sie in einem Wettkampf, wir haben geistesgestört. Das ist krank. Nur wenn die Menschen jetzt nicht denken, werden wir in einem dritten Weltkrieg gehen. Das ist so geistesgestört. Schweiz, geistesgestört. Ich bin keine Scheiße, weil ich weiß, ihr geistesgestört. Das ist geistesgestört. Schweiz, geistesgestört. Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören. Das ist geistesgestört. So, geistesgestört. Ich bin keine Scheiße, weil ich weiß, ihr geistesgestört. Das ist so geistesgestört. Ihr Blut und ihr Fleisch und ihr geistesgestört. Peace. Dankeschön, wundervoll. 200 Grad und das auf 1800 Meter Höhe. Unfassbar. Und es gibt so, so viel Geistesgestörtes auf der Welt. Meine Güte. Aber ich finde, das Allerschlimmste daran ist, dass es alles immer auf die Kleinsten ausgelegt ist. Immer auf die Kinder. Man wird ihnen sagen, beziehungsweise man sagt ihnen, du sollst das und das kaufen, um gut zu sein. Du musst so und so reden, du musst dich so und so kleiden, du sollst so und so aussehen. Du musst dich so verhalten, um dazuzugehören, weil sonst bist du nichts. Unfassbar. Und versucht sie zu Wiederholern zu formen. Jetzt, let's go! Oh. Ich erzähle euch mal, wie es in meiner Schulzeit damals war. Yeah, passt auf. Oh. Ich lerne neues Wissen und das macht mich zu einem Außenseiter. Ausreißer. Weil ich mich weige, immer nur aufzuleiern. Auweia. Und ich in der Schule immer aufgezeigt hab, nur bekam ich würde einen Haufen Meisters, keine Haufen Meister. Warum? Weil ich die leeren Worte oft verneinte und sagte, der Klimawandel kommt nicht nur von Nord und Süd, dass kaum einer meiner Mitschüler hat überhaupt nur einmal nach der Schule Antworten gesucht, wenn er zu Hause allein war. Außer einer. Ich, weil ich mein Wissen auch erweite, unabhängig von den Büchern, die man uns dort ausgeteilt hat. Auf einmal hab ich verstanden, man kommt auf der Leiter auch nur weiter, wenn man auswendig lernt und man kauft es einfach. Wenn der Lehrer sagt, 1000 plus 1 ergibt 1002, dann bekomme ich ne Fleck im Test, wenn ich schreibe, es ist 1001. Mein Kopf ist doch kein Diktiergerät, das ich aus und einschalte. Auf keinen. Doch es heißt nur so, kommst du da draußen weiter, doch ich bilde mir mein Denkkonstrukt wie ein Bauarbeiter, Baumeister und ziehe mich mit Wahrheit aus dem Treibsand. Schau einfach, diese Gesellschaft will aus uns leider Wiederholer machen. Da bleib ich lieber Außenseiter, das ist hier von uns Menschen alle nur zu Wiederholer. Wiederholer, 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 Wiederholer. Doch es geht nicht auf mein Kopf, werden sie mir over, mir over, mir over, mir over, mir over. Ich habe meine eigene Meinung und gebe sie wieder. Ich geh doch vom Scheiß zur Zeit oder vom Team wieder. Dort ihre Meinung wird getrennt von den Teamspielern, nennen sie die what I call repeater. Das ist klar wiederholen, was dir gesagt wird von oben. Wenn du im System weiterkommen willst, ist Wagen verboten. Du musst 1 zu 1 wiedergeben und kriegst gar gute Noten. Die Frage ist nicht, ob man will, man wird dazu befohlen. Doch keiner dazu erzogen, abzurinken ist gleich gut sein. Und so bringt man dich auch ohne wahres Wissen durch die Schulzeit. Danach bist in dem Beruf rein, muss wie sie und nicht wie du sein. Sondern wie eine Kopie und kein Individuum sein. Immer ja zu sagen, ja und damit nimmt man niemals nachzufragen. Denn dann kommst du hoch und nach ein paar der Phasen Jahre starke Jahresgarage. Ganze Pack der Raschen für die Taschen waren sparen, dann klar die Karten drückst. Du könntest alles haben, aber warte. Dann musst du dem Kapital nachjagen. Der Moral entsagt, alle Menschlichkeit zu Grabe tragen. Weitertragen für Plantagen, Arbeiter mit Sklaven, Gaschen, Nagelschen. Die Menschen nur noch Ware sagen. Den ersten Namen am meisten Tagen noch was ertragen, was sie noch zu nagen haben, bis sie ein Loch im Magen haben. Allen Schaden nach dem harten Arbeitstag gesagt. Gut, was ich heute getan hab, als Bote des Teufels im Kramer. Das System von uns Menschen alle nur zu Wiederholer. Wiederholer, 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 Wiederholer. Doch ich geb mich auf meinen Kopf, werden sie nie over, nie over, nie over, nie over, nie over. Ich habe meine eigene Meinung und gebe sie wieder. Ich geb vor vom Scheiß zur Zeitung oder vom Team wieder. Sorten ihre Meinung vertreten wird von den Teamspielern. Nennen sie Wiederholer. What I call repeaters. Repeater. Arschkrieg. Dauernd ich hab Ja-Sager. Leute, die das wie gesagt haben, augenblicklich nachlabern. Traurig, diese Phrasensager sprechen wie blödere Schaften. Morgen sind die Chefs in der höchsten Etage. STRG, ACV. Das ist ihr Lernprozess. Doch so wird die Fähigkeit von selbst und denken abgebaut. Was auch passiert, nein, so will ich nicht werden. Hinter der Herde erspringen mit dem erblindeten Herzen. Gibt noch Karriere und keiner da nicht, was keiner dumm ist. Mit eines Lachen, eines Grüßen und mit meinem Gesicht. Einheitsgedanken in allem, ich mag den Einheitsgedanken. Wo eins sein und was sich beschreibt, bleiben zweierlei Sachen. Denn das ist keine schöne neue Welt, das ist das Gegenteil. Das soll das Leben sein, das ihr euch gedacht habt, ob ich jeden weiß. An die Tat kommt in jedem Kampf, ist der Plan gefährdet. Wake up! Ist wie das schwarze Schaf zu Herde. Das System von uns Menschen alle nur zum Wiederholen. Wiederholer, 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 Wiederholer. Doch ich geb nicht auf meinen Kopf, werden sie nie over, nie over, nie over, nie over, nie over. Ich habe meine eigene Meinung und gebe sie wieder. Nicht geformt vom Scheiß zur Zeitung oder vom Sieg
wieder dort ihre Meinung vertreten wird von den Teamspielern, nennen sie Wiederholer. Or like all repeaters. Cheer! Dankeschön, Dankeschön. Boah. Ihr merkt, die letzten Tage haben wir ein Tribut gezollt. Wenig Schlaf, gestern schon ein Auftritt. Aber ich versuche jetzt einfach nur noch 120% zu geben. Okay. Yeah. Und übrigens, ich wollte noch sagen, ich fand es beachtlich, dass gestern noch Massenmedien anwesend waren, wie zum Beispiel die Schweizer Nachrichten und Russian Today. Echt Respekt an die, mal schauen, was daraus rauskommt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir sind besser als nicht. Tja, kommt doch drauf an, wie diese 5 Minuten gestaltet sind. Wenn Sie sagen, wir sind alles nur Spinner da unten, das ist eh alles harmlos. Ihr wisst, was ich meine, ja? 5 Minuten sind nicht gleich 5 Minuten. Die haben schon gesendet. Aber was mich einfach auch sehr gewundert hat, weil bei einem G8-Gipfel wird wirklich jeder kleine Zipfel medial belichtet, jeden Tag berichtet. Ganz im Gegensatz zu jenem, was die ehrenhafte Medienmacht im Regen statt dem Rampenlicht stehen lässt. Was geht denn ab? Diese miese Gestalt nennt sich heutzutage wirklich noch die vierte Gewalt. In Wirklichkeit ist sie auch nur eine assistierende Hand, die dir sagt, dass du ein Spinner bist. Oh mein Mann, da ist gar nichts. Doch wenn sich 100 Leute aus dem reichen Riechen einmal jährlich treffen für ein streng geheimes Meeting, wird man diese Story niemals auf eine Titelseite schieben. Fotos wird man keine kriegen, alles wird nur klein geschrieben. Keine Sondersendung Primetime bei ProSieben. Keine Reportage von den ach so investigativen Mainstream-Medien. Bilderberger Schlagzeilen, viel Glück bei der Suche. Finden wirst du gar keine. Shit. Das wird bald wird eine neue EP rauskommen. Und zwar vermutlich schon in einem Monat die Bilderberg-EP, wo ich einfach ganz gezielt nur über dieses Thema sprechen werde. 4, 5, 6 Songs, viele Videos. Soll ich noch ein bisschen was weiterbringen? Yeah! Tja. Ja, ich weiß, dass der Deutsche seinen Spiegel so liebt. Er ist so informativ, so investigativ und die Infos gehen tief. Komisch, dass man da nie was von Bilderberg liest. Verdammt, das findest du nie. Doch sag mir wie, gibt's das? Kommt das vielleicht daher, dass der Spiegel-Chefredakteur auch bei dem Ganzen mitmacht? Ich hab's doch gesagt. Jetzt überlegst du dir das mit der freien Presse besser doch nochmal. Und noch vieles, vieles mehr. Bitte, wer will im Ernst noch behaupten, dass hinter dem ganzen Treiben nix dahinter wär? Witzig, ja. Yeah. Was du sagst, das ist ein Scherz. Fängst an zu toben und ziehst über Killes her. Bist du Überzeugung, was ich sag, ist nur gelogen. Du hast recht. Und dein Zitronenfalter faltet auch Zitronen. Tja, aber vor 2 Wochen kam ja erst eine neue EP von mir. Wer von euch kennt schon die Massenpost-EP? Für die, die es nicht kennen, ladet es euch runter, hört euch diesen Scheiß an. Das ist der Titeltrack Massenpost. Tja. Das ist das wunderschöne Cover. Versteht ihr? Post für die Masse, Massenpost. Aha, aha. Tja. Massenpost, Massenpost. Die Umschlag sind die Beste und ein paar Instrumente. Das hier ist Post für dich. Massenpost, Massenpost. Der Adressat bist du selbst und der Inhalt ist die Message. Let's go. Okay, cheer. Das ist natürlich die Premiere heute hier gehört haben, das als allererstes live zu hören. Cheer. Let's go. Okay, und wenn ich sage, das ist Massenpost, schreit ihr Massenpost. Also, das hier ist Massenpost. Massenpost! Ja! Das hier ist Massenpost. Massenpost! Der Umschlag sind die Beste und ein paar Instrumente. Das hier ist Post für dich. Massenpost! Massenpost! Der Adressat bist du selbst und der Inhalt ist die Message. Okay, let's go. Wir müssen anfangen und falsche Ideale bekämpfen. Wie der Schlankheitswahn bei der Dame, die Nadel schon enden. Die oftmals Tage nichts essen, bis auf ein paar Joghurtretten. Sich dann verächten, ins Bad rennen, um da zu erbrechen. Oder andere, die Pharma-Tabletten nur dazu verwenden, in ihrem Alltag all die Last und blanke Angst zu versenken. Oder andere, die versuchen, sich im
Mic zu ertränken, weil sie denken, sie schaffen es nur so, den Kampf noch zu handeln. Oder Kassenabhängige, die jeden Abend tot zappen. All die Menschen, die denken, sie könnten den Fall nicht mehr bremsen. Kannst du helfen, um wenigstens einen kleinen Anfang zu setzen? An die Regierung brauchst du dich in dem Fall gar nicht zu wenden. Denn die Politiker sind planlose Deppen, die nur ihr Plan so durchsetzen. Die Regeln vorgegeben wird, um ihren Arsch so zu retten. Bis zu den Wahlen zu retten, dann bei Wahlen versprechen. Nicht grad wie jedes Jahr, die versprechen danach zu brechen. Auf Plakaten zu lächeln, mit harten Sätzen brave Menschen linken, um den Sitz im Bundestag für 4 Jahre zu retten. Es geht nicht mehr darum, Zeichen mit Taten zu setzen, denn die Feinde eines rassofreien Staats sind wir Menschen. Und das ist Massenpost, Massenpost. Der Umschlag sind die Bässe und ein paar Instrumente. Das hier ist Post für dich, Massenpost, Massenpost. Der Adressat bist du selbst und der Inhalt ist die Message. Yeah! Leider, Dankeschön, Dankeschön. Meine wundervolle Begleitung Jakob hat es leider noch nicht einstudiert. Trotzdem einen Riesenapplaus nochmal für den Jakob, bitte. Also, ich muss dir gleich bei diesen Seiten eben sagen, ich muss mehr als 120% geben. Deswegen bringe ich den nächsten einfach noch a cappella für euch. Cheer! Genau! Ja, okay. Er kann es selber nicht wissen. So. Dabei planen die echten starken Verbrechen, die Staaten und setzen auf globales Nichtsprechen der Medien, die Taten verfälschen. Demokraten, nein, Zecken stark, nein, karge Marionetten, denen kann man den Lissabon-Vertrag hier versetzen, den sie nicht mehr lesen. Deshalb könnt ihr es gar nicht mal checken, aber traben stattdessen wie Schafe und Tecken ein Ja auf den Zettel, die sich ins Cabrio setzen, zum Haus mit Garten hinfetzen, um bevor sie Kaviar fressen, noch die Gagen zu checken. Alter, sie werden bezahlt von den Menschen, die ahnungslos denken, dass die Ahnung von hätten, den Staat gut zu lenken. Und nicht sich selbst, die schamlos immensen Abgaben zu senken. Dazu, wenn man es erkannt, sich noch zu Lagen zu schenken. Während Leute gefangen in Fesseln, aus Titanen in Ketten, jeden Tag strugglen, nur um für ihr Dasein zu kämpfen, um am Ende des Tages zu betteln. Die Arme an Straßenecken, jeden Abend ohne warmes Essen, im Magen mit Krämpfen. Massenpost! Da wir schon bei der neuen EP sind, bleiben wir gleich ein bisschen bei meiner neuen EP. Das ist wohl der provokanteste Song, für den ich sehr, sehr viel Hass, aber auch sehr, sehr viel Liebe eingesteckt hat. Es handelt sich um den Klimawandel-Song, meine Damen und Herren. Du denkst an Klimawandel, ich hör dich nach oben. Welche Sätze schreien und du denkst an CO2 und Ruf. Weite Katastrophen, Zeugen schuld, sollen wir Menschen sein. Wir werden doch zu viel gefahren und nun wird die Welt zu heiß. Wenn wir nicht bald irgendetwas tun, dann verbrennt das Eis. Die Flut wird uns fressen und die Zukunft wird hässlich sein. Doch nein, 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 ich sag dir, du denkst da echt am Leib. Bei den Wandern nicht der Mensch erschuf. Ja, ihr denkt, ich sei dir zu, selten dem ich ohne zu. Rechnungsfähigkeit, schaut man auf das Klimainstitut, dann erkennt man gleich, was sie tut. Die Manipu, wir die Menschen und heißt es kam raus, es scheint nämlich du, ihr Gefecht zu sein. Es sucht sich ein Hacker im Computer und Rechner ein. Und wo ist der Text der CAU, wenn sie denken, weil wir werden Daten, dass Temperatur rennt mit Rechten steigen, hör mir zu, alles ist Betrug, der unendliche Scheiß, der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein, damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird aufgestellt, er ist krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein, damit hätten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, wenn aufgestellt wird, als krank. Nur weil ich zu einem ständigen Denken gelangt. Der Klimawandel ist normal, gab's schon, gibt's normal. Dazu haben wir nicht getan, das wird aus der Geschichte klar. Was schiebt uns ja? Hälfte nach Wärmeperiode. In Nordengland kommt der Mann bei Traumwerten auf dem Boden. Und das ganz bestimmt nicht wegen Rinderfabriken und wegen Schildindustrien, die dort das Klima hochtrieben. Und um 16 Uhr war sogar die Ostsee zugefroren. Nicht weil sie damals das CO2 stoppen, uns geboren. Das ist selbst überschätzen, wenn wir denken, wir hätten die Macht, das Klima von dieser ganzen Welt noch zu wenden. Außerdem kommen nur 1-3% von den Menschen und der Rest von Prozessen, die natürlich sind, die Lügen. Gibt mir Drogen, gefeuert von diesen drohenden Leugnen. Für mehr Macht, mehr Kontrolle, mehr globale Steuern. Und jeder Skeptiker wird von einem Zucker befeuert. Mit dem haben wir nur verglichen mit einem Holocaust-Leugner. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein, damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle,
Welle, die es propagiert, werden Experten genannt. Und jeder, der ein Widerspiel will, hat die Stärke, das kann. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein, damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, wer auf die Stärke, das kann. Nur weil ich zu eigenständigen Denken gelangt. Vor allem werden alle Menschen bald merken, dass deren Kopfpunkt zerfällt. So wie damals beim Weinsterben. Und jetzt sieh mal, es geht nur ums Klima, was man nicht verschieben hat. Denn ich rufe niemals, mach die Umwelt nieder. Gerade in die Sparte Klimawandel. Gibt man so viele Plagen, leicht und hilft uns nicht begraben. Hilft den Armen in der Gerade, die keine Hilfe haben. Kein Dach, nicht zum Schlafen, kein Essen, nicht zum Wagen. Und man kann die Erde schützen, Flüsse schützen. Schützen, schauen, was die Konzerne nicht mehr gibt, in die Meere schütten, Wälder schützen, Tiere schützen, Labore verbieten, die Horten von Tieren verboten, viele Horrorspiele, so wie Massentierhaltung oder GMO-Felder. Es gibt so vieles auf dieser Erde, was wir noch verändern müssen. Doch wenn man mich fragt, ob ich Klimaschützer sei, sage ich Umweltschützer ja, Klimaschützer nein. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht, nein, damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Ja, ihr habt gemerkt, manche Texte kann ich eh auch. Und ich muss nochmal betonen, Klimawandel ist nicht gleich. Klimaschutz ist nicht gleich Umweltschutz. Lasst euch keinen Eisbären aufbinden. Es gibt so viel Gutes, was man für diese Welt tun kann. Aber das, was heutzutage rennt, das ist einfach nicht der richtige Weg. Tja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz alten Track, einem meiner ersten Tracks, weil ich mich einfach immer gefragt habe, diese ganzen Psychopathen da unten, was muss nur in denen vorgehen, verdammt, das ist einfach so krank teilweise. Deswegen gibt es heute eine leicht abgewandelte Version von dem Seitenwechsel. Tja. Nein, ey. Von Seitenwechsel. Welche Seite wechselst du denn? Hier. Ja, ich habe ihn nicht genommen, ich habe ihn reingeschaut. Das ist der Seitenwechsel. Denn ab jetzt bin ich nicht mehr Killismore. Nein, denn ich bin ein Bilderberger. Sitz hinter den Kulissen und sieh die Fäden im Leben von den Blinden, die nichts wissen. Ich bin hinter den Geschichten, die im Internet berichtet werden. Sage wahre Lügen und schminke sie ein bisschen. Ich bin wieder mal stolz auf den Krieg für mein Volk. Ich geb euch das Verbiegen, was soll ich? Ich liebe mein Gold. Ich finanziere beide Seiten, Einfachkeiten für mich Kleinigkeiten. Denn ich diktiere die Einzelheiten, die sie in Zeitung schreiben. Denn es sind meine Seiten, die Agenda-Maschine, mit der ich ganze Länder bediene. Etwas sind viele Köpfe ein, man möchte meinen, ihr seid scharf wie ich hier drin. Nein, ich bin der Dritte, der Alliierte verskafft und regiere. Kapierst du, ich bin hinter Schwarz und Weiß. Jack den Jacker froh und züchte Krankheiten, damit alle krank bleiben im Text davor. Du erkennst, zerstör ich dich. Ich schrei doch Mann, man hört dich nicht, dann störst du mich. Ich will die Wahrheit sagen, das gehört. Ich bin auf der linken Seite, ich bin auf der rechten Seite. Ich bin auf der linken Seite, ich bin auf der echten Seite. Ich bin auf der guten Seite, ich bin auf der schlechten Seite. Also ist es ganz egal, los geht und wechselt Seiten. Wir sind auf der Oberseite, wir sind auf der Unterseite. Ich bin auf der linken Seite, wir sind auf der dunklen Seite. Ich bin auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite. Also ist es ganz egal, los, es geht auf allen Seiten. Ich bin ein Bilderberger, zeig mich in Zeichen und Symbolen. Und ihr checkt es eh nicht, wir sind alles eigentlich im Boden. Wir sind schuld dran, lassen auf euch Scheiße ab von oben. Durch das Wasser und die Nahrung, das ist eigentlich verboten. Da ich heimisch bin in Motion mit meinen Worten. Brüder, mache ich die Gesetze, schreib mit meinen Worten drüber. Ich gebe euch ein Problem und euch gebe ich meine Lösung. Ich beherrsche diese Erde, was auf wen ist eine Krönung. Sag so falsch und was zu sein, es ist so schön und es zu sein. Weil so hart in der Klage wegen Verschwörungstat dabei. Sitz auf meiner Pyramide, weil ich alles sehe mit Auge. Sag die Wahrheit, wenn du willst, sie werden es alle eh nicht glauben. Ich schau auf meine Blattlein und ihr kennt die meisten recht nicht. Wieso denkt ihr gleich was Schlechtes? Jeder Mensch ist kein Gerecht. Denn im Schwarze oder Weiß, ich behandle alle gleich. Ihr werdet alle gefoltert.
Wörter drauf, was glaubt im Dritten Reich? Linken Seite, wir sind auf der rechten Seite. Wir sind auf der linken Seite, wir sind auf der echten Seite. Wir sind auf der guten Seite, wir sind auf der schlechten Seite. Also ist es ganz egal, los geht und wechselt Seiten. Wir sind auf der Oberseite, wir sind auf der Unterseite. Wir sind auf der lichten Seite, wir sind auf der dunklen Seite. Wir sind auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite. Also ist es ganz egal, wir sind auf allen Seiten. Ich bin ein Bilderberger, egal was mit der Welt passiert. Und auch wenn ich das Geld regiere, wo bin ich die eine Weltregierung? Meine nicht die Weltregierung, ich mach was ich will. Was wie in London und hängen überall Kameras hin. Ich überwach euch und gegen was ich bin, wird hier zu Strafe. Dann macht die Strafe und ich steck dich in die Internierungslager. Aber egal, ich bin ein Dick und habe meine Kutte an. Manche sagen, so seh ich aus wie ein Untertan vom Kuckucksklan. Treff ich mit meinen Brüdern, wo ich unter euren Kuppel tanze. Die ganze Gruppe tanzt das Unterfang in stundenlangen böhmischen Heim. Es ist so schön, ganz allein der König zu sein. Wir treffen uns in Höhlen geheim, wo wir Bilderbergen, abgerockte Felder, rote Schilde werfen. Hinter freien Mauern, Maltese essen und immer scherzen, wir werfen den Plan der Welt und seine Musik. Niemand kann sich stoppen, außer Kiddes und seine Musik. Tja! Obwohl das Spiel auch nicht schlecht war, oder? Tja! Unfassbar. Und deswegen, man schaut sich um, überall ist immer nur Hass, überall ist immer nur Trauer, überall ist immer nur Leid, alles ein bisschen drauf. Und dann frage ich einfach, wo ist die Liebe im verdammten Scheiß? Er hat die ich im Nachhinein reingeladen und nicht genommen, so wie wir es geplant haben. Scheiße, ja. Geht's euch gut? Yeah. Seid ihr noch wach? Yeah. Tja. Wo ist die Liebe? Nein. Komm, jetzt komm, bitte. Ich weiß nicht wie. I'm so sorry. Ich schaue mal durch. Ich schaue mal durch. Das ist einfach ein Konzertsprecher. Wo ist die Liebe hin? Ich weiß es nicht. Nur wird es wieder Zeit, dass ich die Liebe zeige. In Krisenzeiten Friede hier verteidigt ist. Der Krieg ist was eigentlich. Keiner hier braucht. Make love not war. Bitte schreit es hinaus. Schreit es hinaus. Make love not war. Schreit, schreit es hinaus. Make love not war. Schreit es hinaus. Make love not war. Make love not war. Make love not war. Wo ist die Liebe? Kann mir jemand das sagen? Wenn die sie sind nicht gerade lebend in den liegenden Tagen. Doch wäre es jetzt gerade echt wichtig, sie auch zu zeigen. Die Liebe verteilen wie ich. Ich packe sie auf den Reimen. Denn was ich ändern kann, das mach ich. Was ich mach, kann ich ändern. Selbst ein Denken nur mit Praxis, das liegt ganz bei dir selbst. Von einer Welt an der Kram. Aber denk dran, ich sag, es gibt viele hunderte liebende Menschen nach was. Es sind tausende da draußen mit dir bei deiner Mehr. Lass die Liebe frei raus und gib sie aus deinem Herz. Denn so viele haben schwer, wollen lieben, haben Schmerz. Das war kein Scherz, das war mein Herz. Denn so viele fragen sich, wo ist die Liebe hin? Die Liebe, ich frage mich, wo ist die Liebe? Die Liebe, ich frag mich, wo ist die Liebe? Ist es zügig, dass die nicht gleiche, dann seh ich in den Fratzen. Sie war ewig nicht am Lachen, es ist traurig, schau ich. Durch die Reihen, sie scheinen, als leben sie im Schatten. Doch dagegen was zu machen, wer für jeden hier zu schaffen. Sich nicht träge hängen lassen, den Kopf eben wie geraffen. Doch sie leben nur für Sachen, die sie mehr noch lieben als Menschen. Und die Wahrheit, doch dann wird das Herz abfrieren. Doch bevor es so weit ist, kommt jedes Mond und Eis ist. Und jeder, der das gerade hört, macht bitte fordern das Gleiche. Denn meine Worte erreichen Menschen, das ist mir klar. Aber nun bist du um dein Handeln gefragt. Denn ich weiß, es gibt Mächte, die uns in Abgrund ziehen sollen. Doch wir dürfen nicht aufgeben, das ist das, was sie jetzt wollen. Also lass dir nicht einreden, dass es aussichtslos ist. Bloß nicht, komm, wir suchen zusammen den Ausweg. Wo ist die Liebe hin? Die Liebe hin? Ich frage mich, wo ist die Liebe hin? Die Liebe hin? Ich frag mich, wo ist die Liebe hin? Wo ist die Liebe hin? Ich will sie wiederbringen. Und wenn du hin, das weißt du, sie steckt in den Liedern drin. Auch wenn der Liebe
Wir sind vom Frieden, bring ich immer Liebe, Friede, Sinn muss ich euch aufklären, denn sonst können wir nie gewinnen. Sieh doch hin, du musst das Böse begreifen, es ist getan, man kann es fast nicht so schön unterscheiden. Also achte auf die kleineren und größeren Zeichen, und wenn du sie erkannt hast, musst du dir selbst Größe beweisen. Und selbst handeln und denken mit anderen Menschen zusammen, wir fangen jetzt an zu lenken und wir verändern die ganzen Menschen mit Sachen, von schlechten Kranken, wir setzen uns an die Kräfte und fangen an zu kämpfen für den menschlichen Wandel. Tja, 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 denn diese Welt ist an mir schon überwältigt, ich trag Hand und fällt dich jetzt nicht. Denn die Mächtigen, die Kräftigen, die Rechte von allen, es kommt kein Retter, deshalb bitte ich euch die Hände zu ballen. Schreit es hinaus, schreit laut, laut, wo? Schreit es hinaus, schreit laut, laut, wo? Schreit es hinaus, schreit laut, laut, wo? Aber um eben diese Liebe wiederzubringen und auch die Liebe leben zu können, müssen wir einfach langsam diesen ganzen Scheiß beenden. Das heißt, für den nächsten Song brauche ich jeden Einzelnen von euch. Wenn ich frage, können wir das alles einfach zulassen, dann schreit ihr, nein! Wir probieren es jetzt einfach mal. Können wir das alles einfach zulassen? Nein! Ja, okay, das Ding ist aber, wir können es nicht nur ein bisschen nicht zulassen oder vielleicht nicht zulassen. Nein, Mann, wir können es gar nicht zulassen. Deswegen frage ich, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Let's go! Was tun wir denn in der Playlist, Mann? Tja, oh! Und ich will alle eure Hände sehen. Komm, tja, oh! Let's go! Komm! Steht auf! Steht auf! Geht raus! Geht raus! Du hast dich da und um dich weiß genau, ihr seht so! Steht auf! Steht auf! Geht raus! Geht raus! Jules ist die Form und jeden Einzelnen, es geht noch! Denn wir alle kämpfen haben, sie will nichts mehr zulassen. Zusammen wäre es ein Leid, ist das auch zu schaffen. Doch wir dürfen niemals nicht mehr zulassen und müssen anfangen etwas zu machen. Denn sie schweigen um Gesetze und beschneiden uns die Rechte. Dennoch schreit die gute Presse, das wäre einfach nur das Beste. Und zu deinem Interesse, das ist einfach nur das Letzte. Da können wir das alles einfach zulassen. Nein! Sie wollen das Internet verbieten, scheuen nicht um es zu kriegen. Arme Kinder vorzuschieben und verbinden so den riesengroßen Schwinden. Unsere Stimmen sind die Ziele. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Was machen mit der Tent in der Nacht? Sie ist gar nicht. Und es sagt diesen Dreck nicht mal eine Tarnung. Eine Tension, die eine Warnung. Der Affekt in niemand zwang. Und sichtbar, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Er liegt jetzt auf dem Tiere. Der Entlärmung dieses Klimas. Unsere Erde hat ein Fieber. Und wir werden ungeziefer. Uns entfernen ist das Klima. Können wir das alles einfach zulassen? Nein! Steht auf! Steht auf! Geht raus! Geht raus! Du hast dich da und ich weiß genau, es geht auf, geht auf, geht auf, geht raus, geht raus. Wir sind jetzt gefordert, jeder Einzelne ist hier. Wenn wir alle kämpfen, haben wir wieder nichts mehr zulassen. Zusammen wäre es ein leichtes, das auch zu schaffen. Doch wir dürfen wir das nicht mehr zulassen. Wir müssen einfach etwas zu machen. Und wir rennen zu Wahlen, nur weil wir denken, dass Wahlen noch etwas ändern, doch sagen wir, dass es nicht geschah. Wir merken, welche der Partei muss lenken, ist egal. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Wir setzen unser Wasser mit demselben wie die Pasta, was die Menschen wieder Kraft macht, denn wir fressen diesen Abfall im KZ, was ich schon mache. Und doch jetzt, das ist unfassbar. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Scheiße, denn wir, wenn sie Zeiten produzieren, welche Feinde inszenieren, wie die Freiheit dann visieren. Doch sie schreiben nicht, wer eigentlich die Scheiße finanziert. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! So treibt uns die Elite in vermeintlich gute Kriege. Doch wir schreiten an die Linie, doch sie bleiben bei Familie. Unsere Beine, denn wir fliegen, weil wir als Fleischmutten liegen. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Steht auf! Steht auf! Geht raus! Geht raus! Du hast dich abgrund und ich weiß genau, ihr seht auf! Steht auf! Steht auf! Geht raus! Geht raus! Du hast dich abgrund und ich weiß genau, ihr seht auf! Wenn wir alle kämpfen haben, sie dann nichts mehr zulassen. Zusammen wäre es ein leichtes, was uns zu schaffen. Doch das dürfen wir es nicht mehr zulassen. Wir müssen einfach etwas zumachen. Und sie halten unsere Netze, die uns alle wie ne Wissen unten halten und vergessen lassen, was wir doch für Kräfte in uns tragen, dass die Menschen sich den Kram nicht widersetzen. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Weil sie folgen, aber das sind keine Wolken. Es sind massenweise Stoffe, die nass da reinkommen. Verdammt nochmal, keiner fragt uns, ob wir es wollen. Können wir das alles einfach zulassen? Nein!
Hände sind der Titel, wirklich jeden und man spitzt ihn und verbringen unsere Kids in die Venen und man setzt sich in das Leben, kurz auf dem man gerade das Leben erst erbringt. Ich verkönne dir das alles einfach zulassen. Ja, erlebt das Verschwiegenheit, gehen und nehmen auf sie Geheimat, den Weg gegen die Riesenzeit und sie beten und sie verteidigen Verträge mit diesem Alter zu erheben, sein Ziel erreicht. Könnt ihr das alles einfach zulassen? Nein! Steht auf, geht raus, geht raus! Du hast die Kraft und ich weiß genau, ihr steht auf! Steht auf, geht raus, geht raus! Wir sind gefordert, jeder Einzelne wird geht drauf! Wenn wir alle kämpfen, haben sie dann nichts mehr zulassen! Zusammen wäre es ein Leid, die das auch zuschaffen! Doch das dürfen sie das nicht mehr zulassen! Wir müssen anfangen, etwas zu machen! Tja! Steht auf, meine Damen und Herren! Tja! Als Gegenmaßnahme gegen die Sabotage werde ich jetzt eben einzeln anklicken. Ihr seid ein wundervolles Publikum, danke schön dafür. Jetzt kommen wir leider auch schon zum Ende der Show, meine Damen und Herren. Aber ich bin echt der liegt mir trotzdem sehr, sehr am Herzen. Es kommt ja noch einen Moment. Natürlich dürfen wir das nicht zulassen, aber es bringt nichts, wenn wir nur sagen, hey, Bilderberg hört auf, euch zu treffen. Hey, Firmen hört auf, uns zu versklaven. Hey, Regierung, dann macht doch mal endlich, was wir wollen. Das bringt doch nichts. Wirklich. Denn wir müssen endlich mal anfangen, bei uns anzufangen. Deswegen heißt doch der letzte Track, jetzt bist du gefragt. Das ist Schneifenmusik. Tja, jetzt seid ihr gefragt, meine Damen und Herren. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du gefragt, du gefragt, du bist knapp beendet, hab gerade aufwacht und wirst dich fragen, ob das in diesem Job gerade jetzt hörst du Zufall war. Ist es nicht, das ist für dich, hör wenn ich zu dir, jetzt bist du gefragt. Du entscheidest nur auf meiner Seite, nur noch Scheiße und Funny waren und nimm in deine Kategorie, bestimmt für Platz in Musik, eingeordnet werden und du sagst, die Platte ist mies. Und ein Rapper besteht und dass ich Massen den Schatten ersparen will, denn sie tappen mit deiner Hass an das Ziel, das Sehen vorgezeichnet wird mit unseren Schattenregierungen und werden die Macht gespielt, ich lachen das Sieg. Den Affen betrieben werden, lachen sie über Menschen, die mich nicht nur die Wahrheit gibt. Doch dabei macht es für sie, doch sie verhalten sich wie kritisch gehalten ist wie an den geschwachten Betrieb. Jetzt bist du gefragt, ich mach die Musik, auch du bist alles aktiv. Mit jedem Part, den ich schieb, ist das anderes Motiv. Gleiches Tour, was du da siehst, wir brauchen dich, denn wir erringen nur zusammen den Sieg. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du gefragt, du der Grad, du geschnappt, wer endet auf breiter Aufwacht und muss ich fragen, doch was du diesen Jack gerade jetzt hörst, nur zu voll war. Ist es nicht, das ist für dich, hör wenn ich zu dir sag, jetzt bist du gefragt. Geht so hin, wie es das Hauptfeld, du willst mir wirklich erzählen, dass es dir noch immer nicht aufhört. Es werden unsere Rechte kleiner, wo sich dunkle Mächte streiten und die sich strukturell verschneiden und sich unser Geld verändern. Jetzt bist du gefragt. Es wird Zeit, dass du etwas tust, weil du weißt, dass ich die Scheiße von alleine nicht besser. Es wird nur einziger schlechter Steiniger, deshalb sei wieder weg und schrei gegen meine vermeintlich zu leise Gesellschaft. Jetzt bist du gefragt. Schreit wie jeden da draußen, wenn sie nicht merken, dass die Scherben ihre Seelen missbrauchen, bis sie dann sterben und die Scherben ihres Lebens zu dorfen und auf den ewigen Haufen liegen. Sehen jetzt das Haus und dann jetzt bist du gefragt. Lass dich zu erhält und sei selbst die Veränderung, die du willst in der Welt. Zeit für dich werden Held und auch die Finsternis hält. Ohne Lampe bin uns einfach nur das Licht in dir selbst. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du gefragt. Du eine Lampe endet, hab gerade aufwacht und uns sich fragt, ob das für diesen Job gerade jetzt hörst, nur Zufall war. Ist es nicht, das ist für dich. Hör, wenn ich zu dir sag, jetzt bist du gefragt. Du gefragt, tust du was? Oder greifst du weiter zu dem Gift im Supermarkt? Jetzt bist du gefragt. Du gefragt, tust du was? Oder lehnst du dich zurück und denkst, ich hab genug getan? Hast du nicht? Sag mir nicht. Denn ich weiß, ich hab es auch nicht. Ich kann dich erst zurückgeben, wenn ich weiß, dass alles aus. Aber wie gesagt, ich brauch dich du. Ja, ich red mit dir. Du bist doch nicht du. Ich bin deine Umwelt und denkst, jetzt bist du gefragt. Genauso wie ich gefragt bin, er gefragt, ist sie gefragt, ist wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Ecke. Komm, wir werden kein Happy End sehen. Dritter NB, ob ich endlich etwas entgegen. Jetzt bist du gefragt. Du musst dagegen steuern und Informationen über alle Kanäle feuern. Augenblick, Israel, von mir aus ins Leben schlüpft. Wichtig ist, du bringst das Licht in diese Finsternis. Jetzt bist du gefragt, du gefragt, du gefragt. Du der Tat, nur geschnappt, beendet, hat gerade aufwacht. Und ich frag, was machst du diesen Jack gerade jetzt erst nur Zufall war. Ist es nicht, das ist für dich. Hör mir nicht zu, ich sag, jetzt bist du gefragt. Du gefragt, du gefragt, du gefragt. Du sag, jetzt du gefragt, du gefragt. Das Ende sollte eigentlich sein, jetzt bist du gefragt. Du gefragt. Wenn deine Kinder fragen, du Papa, wir leben heute ins Klartoch ein, was damals für dich Zukunft war.
Wer hat es zugelassen? Wer wollte damals nichts tun? Und da, sei ruhig ehrlich und sag ihm dann, dass du das warst. Du das warst. Yeah. So, dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg nach Wien. Dankeschön! Okay. Dann erfülle ich euch euren Wunsch, aber nur wenn ihr dabei mir helft, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Und zwar den Traum von einer perfekten Welt. Oh. Yeah. Oh. Ich beschreibe ein bisschen, wie diese perfekte Welt so aussieht. Oh yeah. Wer kennt sie schon, die reine und ganz ungeteilte Perfektion? Ich bin's nicht so wert, das wäre kein Thema, denn es ist so, ja, ich lebe auf der Erde ohne Fehler. Die perfekte Welt, weder Ärger noch gezählt, eine Erde ohne Fehler, die perfekte Welt, nur die Liebe, die uns hält. Oh yeah, das ist die perfekte Welt, die perfekte Welt. Es gibt nichts, das man für perfekter hält. Es herrscht Einigkeit, Freiheit, Einheit, kein Streit. Keine Stadt, dich tot, nur weil dein Land nicht so wie meins heißt. Yeah. Wir sind Teil zusammen mit 6 Milliarden Männern hier. Fühlt es sich, obwohl alles perfekt ist, ganz normal an. Jeder ist satt, jeder isst, was er mag. Egal, ob er ein Schnitzel oder nur ein Wasser mag. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, denn man teilt heutzutage jede Arbeit zu bezahlen. Und ich meine, in jedem Land gibt es Teilzeit für jeden Mann. So hat jeder Job doch so, dass man die Freiheit erleben kann. Ich danke H2O in mein Antigravitationskabrion, starte und sage der Milchstraße hallo. Ich sag mal so, wo würde ich am liebsten sein im Moment? Auf diesem Platz, was mir gefällt, ja, das ist die perfekte Welt, die perfekte Welt, weder Ärger noch gezählt, eine Erde ohne Fehler, die perfekte Welt, nur die Liebe, die uns hält, oh yeah, das ist die perfekte Welt. Ein Trost auf das süße, hohe, große Gemüse, hinterstehen die Natur und Pflanzen, Obst in der Wüste. Es gibt keine Massentierhaltung, denn das ist scheiße, sie, wir treiben und schlachten die Alten und verspeisen sie, das ist ein Klang, heiß. Jeder für Leben und Leben für jeden, die Seelen verstehen, geben und nehmen, seht her. Resonanz als kosmisches Gesetz, kein mehr. Oder Ego-Spasten, box mich durchs Geschäftsteil, wer? Auf Geheimdienste, die Geld leben, fisten. Ich kann gut auf diese Scheißspiele und auf Weg verzichten. Jedes Wissen ist hier frei zugänglich, das ist einfach menschlich. Meinungsfreiheit nämlich. Unser Schulsystem lernt uns Benehmen und Liebe, wie ich die Verbindung zwischen Seele und Herz nicht verliere. Und es herrscht kein kapitalistisches Denken, oh yeah. Ich will sich nichts mehr ergänzen. Die perfekte Welt, weder Ärger noch gezählt, eine Erde ohne Fehler, die perfekte Welt, nur die Liebe, die uns hält. Oh yeah, das ist die perfekte Welt. Und keine Chips für keine gibt's, ich meine nicht die Pläne, sondern nein, die Chips für keine wissen kann, was da so drin ist. Keine Konflikte, die keine sind, sondern Cocktails mit Scheiße drin, um mit Stoffen, die dich blocken und dein Kopf zur Verzweiflung bringen. Nur die eine Liebe, keine Kriege, Hassen gibt es nie, tote Massen in Zivil- oder Waffenindustrie, keine Warlords. Die Kindersoldaten verschicken und ich lasse meinen Kindersoldaten verschicken und chatten und blocken und posten den Server auslasten. Hier wird man nicht betrogen, abgehört von dem Kasten. Wir brauchen weder bombardiert mit Krankheit noch Bestrahlung. Was? Handys kommunizieren mit Gedankenübertragung. Freie Energien wie Perpetuum mobile. So viele Techniken, die bereitstehen und den Strom dienen. Und Vertreter des Volkes, die das Volk vertreten und nicht manipulierte Gruppen, die das Volk abbinden. Perfekte Welt, weder Ärger noch gezählt, eine Erde ohne Fehler, die perfekte Welt, nur die Liebe, die uns hält, oh yeah, das ist die perfekte Welt. Cheer! Yeah! Dankeschön! Dann wünschen wir noch einen wundervollen Abend. Im Informationskrieg und wollen, dass jeder von euch hätte Informationen kriegt und nicht gegen Mist aus dem Primarkasten kauft, denn das ist wie ein Ding, das sich in die Masse sorgt. Wacht auf, passt auf, passt auf eure Kinder um, eure Enkel entdecken falls eine Erinnerung. Bleibt ihr was im Blick und stumm bedeutet, dass ihr praktisch eine Zukunft entwickelt und zurück nach 1984, wir sind frei. Seid ihr den Lügenapparat nicht kaum zeigen, wie sie euch als Regel überwachen, Stand verkaufen, übernacht und gerade aus Verschwörungstheorie, dass sie eine Weltregierung planen, etwas Schönes im TV. Wir haben vor Jahren prophezeit, das ist so wie es geschieht und das ist alles eingetroffen, das ist gerade die Ironie. Denn wir wurden belächelt und euer Spinner abgetan und jetzt seht ihr, was für euch als Wacken bringt, ist alles wahr. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jeder von euch hätte Informationskrieg und nicht gegen mich, die noch Propaganda glaubt, denn ihr wisst, schaut ihr zu, nimmt der Kopf das alles auf. Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jeder von euch echte Informationen kriegt und nicht gegen mich aus dem Flimmerkasten glaubt, denn
Denn ihr wisst, dass wir euch die Wahl bringen. Macht es aus, sind nicht links, sind nicht rechts. Bringen Infos im Netz, sind Vorreiter im alternativen Infogeschäft. Und decken immer mehr auf, weil sie immer mehr verstecken. Von globalen Pläne kriegen bis zu Bilderberger Treffen. Von falschen Flankenattacken bis inszenierten Krisen. Und gerade weil wir das machen, wollen sie das Internet verbieten. Aber nicht mit uns, ist euch das klar, denn wir stoppen nicht, solange die Menschheit von euren Lügen getroffen ist. Das ist alternative Informationsbeschaffung. Und nicht Massen zu Idioten machen, Schwachsinn nur zu Drogen machen. Gar nichts, ja nicht großer Quatsch und Nachrichten sind Roller. Hast du bloß Verachtung, so ist das. Lassen wir es so, wenn Achtung ist es vorbei. Für eine freie Gesellschaft, sie treiben den Menschen ein. Oh Mensch, nicht eisene Welt, man mit Welt am Meer einer Welt. Bei einer faschistischen Welt, in ihr sind fast die Einzigen, die das berichten. Fernsehbeziehung, Infokrieger im Informationskrieg. Wollen, dass jeder von euch die Information kriegt. Und nicht jeden Mist, eure Propaganda kauft. Denn ihr wisst, schon mir zu, Digga, kommt das alles auf. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg. Wir wollen, dass jeder von euch die Information kriegt. Und nicht jeden Mist aus den Flimmerkassen kauft. Denn ihr wisst, dass wir euch die Wahl bringen. Wacht jetzt auf, ich bin und ich bleib wach. Und steh direkt an der Grund mit euch Kämpfer. Wir sind eine Streitart, Infokrieger. Wir wachsen weltweit, wir sind informiert. Das Erwachen derzeit ist weit. Und genau deswegen wollen sie uns vergiften. Fluorid im Wasser, Chemtrail, Wolken in den Lüften. Doch wir kommen, um zu lüften, was sie geheim halten. Das Spiel ist noch nicht vorbei, wir werden niemals einhalten. Wir sind Wecker für Menschen, denn wir erwecken die Menschen. Und wir reden, die euch jetzt zu werden. Wir sind Menschen, die denken Menschen, die Menschen zu denken erregen. Denn wir sind gegen Menschen, die das Ende der Menschen erstreben. Stopp! Glaub mir nicht alles doch, schau dir mal alles selbst, dann bist du selbst ein Wissen. Wirst, dass deine Welt an sich der Pakt nicht standet. Nein, ihr werdet es sehen und dann aufwachen. Kommt, schließt euch dieser Bewegung an. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg. Und wollen, dass jeder von euch echte Information kriegt. Und nicht jeden Mist, jeder Propaganda glaubt. Denn ihr wisst, schau dir zu, nimmt, da kommt das alles auf. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg. Und wollen, dass jeder von euch echte Information kriegt. Und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt. Denn ihr wisst, dass wir euch die Wahrheit bringen. Macht jetzt auf! Tja! Ihr wart ein wundervolles Publikum. Dankeschön an die Schweiz, Dankeschön an Hühner Church. Danke an euch, Bild, und abschließend noch zwei Sachen. Dankeschön, abschließend noch zwei Sachen. Erstens, all meine Musik ist kostenlos zum Runterladen. Das heißt, wenn ihr es unterstützen möchtet, kauft ihr euch ein T-Shirt oder es gibt auch eine CD zum Kaufen, aber wie gesagt, alles kostenlos nur für euch. Wie auch immer es euch beliebt. Und die zweite Sache ist, bitte nochmal einen Applaus für den Jakob. Das hat mir auch eine große Freude bereitet. Danke, Veranstalter. Sehr schön war's. Und noch einen letzten Film, okay? Kill Is More. Dankeschön. Ja. Ja, nochmal einen großen Applaus für Kill Is More.